Okay, nein, das kann nicht sein. Du. Es leuchtete irgendwie auf, als ich es zum ersten Mal berührte. War das unmöglich, ohne das Ritual zu vollziehen? Wovon redest du? Ich verstehe kein Wort. Jetzt red mal Klartext. Warst du schon am Strecken? Könntest du wenigstens versuchen, zu unserem Gast nett zu sein? Boah, ist klar, genau in diesem Moment. Tut mir echt leid, mein Bruder ist total kindisch. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach weiteren Jobs. Ich bereite alles für unsere Abreise vor. So ist es halt, wenn man keinen Job hat. Kann ich jetzt auch nach rechts gehen? Yeah, jetzt können wir auch nach rechts gehen. Bisschen die Stadt erkunden jetzt. Juhu! Okay, muss aufsteigen, um das hier zu öffnen. Okay, gut. Okay, gab's noch mehr, oder? Da oben ist nichts. Okay, hier ist nichts. Später muss man hier eine Mission machen, wollte ich noch kurz sagen. Ach ja, bald kommt die Stelle, ja. Eine dramatische, heftige Stelle. Okay, gut. Hallo, mein Freund. Tut mir leid, du kannst nicht zum Wohngebiet, es sei denn, du hast was zu erledigen. Ja, ich hab da was zu erledigen. Er kann einfach den Mann da anlügen, den kennt er gar nicht. Warte mal, das war der Wächter doch. Egal, komm. Wir gehen mal einen Job suchen. Wir brauchen einen Job. Guten Tag, mein Freund. Was kann ich heute tun? Wir suchen einen fetten Job. Wir haben ein paar neue Jobs bereinbekommen. Sieh dir mal. Damit geht's in der Story weiter an alle Kämpfer. Ah, das mache ich. Warte mal, ich muss mal das genau betrachten. Drei Stück. Warte mal, drei. Ja, perfekt. Jemand hat mir einige wertvolle Fotos gestohlen. Ich muss sie zurückhaben. Ich warte im Aussichtspark. Okay. Bitte geh zu Barry im Aussichtspark, um Näheres zu erfahren. Man muss das nicht zeigen. Ich weiß, wo das ist. Also dann, viel Glück. Quebec. Aussichtspark, Aussichtspark. Ihr wisst ja noch, die kleinen Käfer da, oder? Roboterviech da. Da ist er ja, unser Klient. Sehen Sie Barry, dessen Fotos gestohlen wurden? Genau der bin ich. Vier Kätzchen sind durch mein Haus getobt und haben einige meiner wertvollsten Fotografien mitgenommen. Kätzchen, sagten Sie, wie sahen sie denn aus? Lass mir mal überlegen, alle vier hatten gestreifte T-Shirts mit Westen an. Sie sind von Park aus nach rechts gerannt. Schnapp sie dir und bring sie meine Foto zurück. Okay, ich gehe ja schon. Nun lassen Sie mich doch los. Hat er mich festgehalten? Diese Kätzchen, die hat man auf einem Messengers-LP auch gesehen. Hey? Was willst du? Er trägt ein gestreiftes T-Shirt mit einer Weste. Könnte er einer der Diebe sein? Hey du da, hast du in letzter Zeit Fotos geklaut? Ah, erwischt! Gib sie sofort wieder her, dann kommst du vielleicht mit einem Klaps davon. Ich muss weg. Ey, warte, du freches Gehör. Renn ihm hinterher. Er ist noch hochgerannt. Okay, ich bleib stehen, du Dieb. Ja, jetzt hat man den Kätzchen gesehen und er muss die Treppe hochgerannt sein. Ach, das hat sie auf 3 Sekunden gesagt. Das hat hier jeder, der Final Match das LP kennt, von mit diesen Katzen da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier oben ist. Wo hat er sich nur versteckt? Ach. Da bist du ja. Hab ich dich. Los. Und rück die Fotos wieder raus. Die gehören jetzt der Schwarzkatzenbande. Schwarzkatzenbande? Wenn du sie haben willst, dann komm doch. Hol sie dir. Du kleines. Komm her. Stimmst du vom Foto? Wie läuft's erhalten? Hier mit den Fotos. Ach, Menno, du bist doof. Was ist das denn? Das ist ja nur ein abgerissener Fotoschnipsel. Hehe, wir haben alle Fotos zerrissen. Ihr habt sie zerrissen? Wo sind denn die restlichen Schnipsel? Was weiß ich, wahrscheinlich sind meine Freunde damit weggerannt. Aber sie sind alle Meister des Versteckens. Du wirst sie niemals finden.
Barry sagt erst, dass es 4 Diebe waren, also wohl die anderen 3. Und tschüss! Hey, warte, hau nicht ab! Ich glaube, wir müssen uns auf die Suche nach den anderen Teil machen. Ich weiß wohl. Ach. Ich wollte auch gerade dahin. Moment mal, ich habe gerade eine Stimme gehört. Die kam aus dem Lagerhaus. Von wegen, Meister des Verstecken. Was für eine Amateure. Okay, los geht's. 1, 2. Und die anderen müssen auch irgendwo sein. Hier ist niemand. Bist du sicher, dass die Stimme von hier kam? Todsicher, sind auf jeden Fall hier. Das kann ich riechen. Du kannst sie riechen. Aha, ich wusste, es hab dich. Boah, und tschüss. Du kannst mir nicht entkommen. Okay. Hab ich die? Gib die Fotostöpsel her. Ach, das werde ich mir merken. Also, das hier wird eine Langzeitmission sein. Okay. Du bist schon früh aufstehen, wenn du mir entkommen willst. Oh, jetzt müssen wir nur noch einen finden, Red. Und der ist zufällig hier. Wie läuft's erhalten? Die Stimme haben sich zu einem vollständigen Foto zusammengesetzt. Schau erst die in der Osmedeus-Kabine an. Das war ganz schön anstrengend, aber jetzt habe ich den Schnipsel. Oh nein, nein, mein Fotoschnipsel. Ich glaube, wir haben ein ganzes Foto zusammen. Aber das ist nur eines von vielen. Hey du, wo ist der Rest der Fotoschnipsel? Tja, wer weiß. Jetzt sag bloß nicht, dass der Rest deiner Bande damit abgehauen ist. Ja, hahaha, wir sind schon längst über alle Berge, Kumpel. Im Ernst? Und wir sind jetzt auch weg. Ich bin noch nicht fertig mit euch, kommt zurück. Ja, das wird eine Langzeitmission. Sind alle entkommen. Die sind ganz schnell unterwegs. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich glaube, ich sollte erst meine Klienten beichten. Bisschen beichten. Ich bin wieder da. Ich habe eines ihrer Fotos zurückgebracht. Was ist denn damit denn passiert? Er ist hier ganz zerrissen. Ich habe es schon zerrissen gefunden. Oh nein, meine wertvollen Sammlung. Sie müssen jetzt stark sein. Wenigstens habe ich noch die negative. Dann kann ich auf die Fotos noch verzichten. Und was sollen nun aus den gestohlenen Fotos werden? Ich brauche sie jedenfalls nicht mehr. Wenn du sie finden kannst, darfst du sie behalten. So, jetzt kommt eine Langzeitmission. Die Ketzen haben sich überall in der Welt versteckt. Finde sie und hol sie dir die Fotoschnipsel. Du benötigst 4 Schnipsel pro Foto, um es wieder zu vollständigen. Du kannst dir alle gesammelten Fotos und Schnipsel und Fotos in der Kabine und unter Album ansehen. Sobald du eine große Sammlung hast, zeige sie Barry, um eine Belohnung zu erhalten. Mache ich. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Hier ist die Belohnung für deine Million. Das Foto ist zwar zerrissen, aber immerhin hast du eines da zurückgebracht. Hey. Danke, das tut mir echt leid, aber das werden die Ketzen büßen. Wissen Sie was? Ich werde sie mir alle schnappen und ihnen die Schnipsel zurückbringen. Wirklich, falls du es schaffst, die Fotos zusammen, dann zeigen sie mir, okay? Klar, sie werden es schon sehen. Ich werde alle zurückkommen. Viel Erfolg dabei. So. Ja, das wird jetzt eine Langzeitmission. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt überlegen, sind die Kätzchen schon ein bisschen unterwegs? Warte mal, ich will mal kurz was betrachten. Die sind vielleicht in der Ostviertel. Kann ja auch sein. Oben kann ich ja sowieso nicht hingehen. Sind die hier? Bewegt sich irgendwas? Nein, okay. Nur zur Sicherheit mal angeguckt. So. Neuer Auftrag, bitte. Hier sind die Quests, die du jetzt annehmen kannst. So. Ich heiße Quentin und bin ein Kampfpromoter. Ich suche stets neuen Kämpfer für das Quest. Ach so. Das Duellschiff. Das Duellschiff? Was soll denn das sein? Wie, du kennst die Duellschiffe nicht? Naja, ich habe gehört, dass dort Leute mit Robotern Kämpfe austragen. Du hast also keinen blassen Schimmer? Ach, mach den Mund zu, Schokolade. Ich werde schon alles erfahren, wenn ich vor Ort bin, mit Vanille. Bitte geh zu Hafen in Süden. Viel Glück. Schokolade.
reden echt alle die reden echt alle Französisch. Da ist Quentin. Sind Sie der Promoter für die Duellschiffkämpfe? Der, ja, wie? Der bin ich und wer bist du? Ich bin Red, ich habe Ihren Jobauftrag angenommen, einen Duell teilzunehmen. Oh, tatsächlich, lass dich mal anschauen. Ach, der sieht aus wie eine Dorfbacke, diese Landeier bringen uns einfach nicht. Wollten Sie was sagen? Oh nein, ich bin nur begeistert, ausgerechnet hier so einen grandiosen Kämpfer zu begegnen. Danke, dann ist ja gut, dass ich Ihr Jobangebot gefunden habe. Red, ich werde dich jetzt in die Welt der Duellschiffkämpfe einführen. Super! Ich würde am liebsten zu Wort aufbrechen. Kann es losgehen? Ja. Meinetwegen kann es sofort losgehen. Wie? Verdäß dich dann auf meinen Schloss. Auf meinem Schloss, dem Duellschiff. Das fliegende Schloss. Heftige Kacke. Und das ist das Duellschiff. Das ist also das Duellschiff? Das ist das Empfangsdeck, um genau zu sein. Seh dich in Ruhe um und sprich mir dann wieder an. Okay. Heuler. Keiner wollte ich also nur ansatzweise gut genug, meinen Stiefel zu lecken. Was bist du für ein Sadist hier? Oder mal so ist. Roboter, verprügeln. Kuba-Soldat. Dich mache ich fertig. Dich mache ich richtig fertig, Süßer. Schwuchtel. Okay. Das war mal eine geile Konversation. Ich sehe dich. Okay. Bist du bereit? Dann folge mir in den Wartezimmer. Ich kann es kaum erwarten. Es kommen später noch mehr Duellkämpfe, die auch etwas mit der Story zu tun haben. Könnten Sie mir erklären, wie Sie ein Duell überhaupt abläuft? Jedes Duell besteht aus 3 Runden. Der Gewinner einer Runde kommt in die nächste Runde. Wartet. Der Gewinner einer Runde kommt in die nächste. Die erste Runde beginnt in Kürze. Red, endlich ist es soweit. Hast du alle Anpassungen vorgenommen? Falls du noch Bauteile benötigst, sprich mit dem Arbeiter dort rechts, um sie dir zu kaufen. Melde dich beim Tresen und wenn du die Vorbereitung ja. Hey. Wir können hier nach Sachen kaufen. Wie sieht's aus mit Roboterteilen? Wir haben eine tolle Sache hier. Kaufen. Ich brauchte noch mehr Geld. Verkaufen? Was kann ich da verkaufen? Okay, nichts momentan. Deswegen. Es kann losgehen. Möchtest du an der ersten Runde teilnehmen? Ja. Auf geht's. Verstanden. Viel Glück. Ich werde dir auf dem Publikum anfallen. Viel Glück. Die erste Runde wird für dich sicherlich ein Kinderspiel. Geh raus und tob dich richtig aus. Egal, ob du gewinnst oder verlierst. Hauptsache, du gibst eine gute Vorstellung. Das ist mein allererster Kampf. Ich werde alles zeigen, was in der Herkunft ist. Soladobo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich ist es soweit. Willkommen beim Duellschiff-Turnier der Anfänger. Heute sind die mutigsten der Mutigen von allen Inseln hier zusammengekommen. Wer von ihnen wird es schaffen, den Thron zu erobern? Die erste Runde beginnt in Kürze. Er ist wie ein roter Blitz, der ihm auch seinen Namen gegeben hat. Der einzige wahre Red, der einsame Roboterreiter. Genau der bin ich. Mir tun meine Gegner jetzt schon leid. Gib alles, Red. Zeig, was du drauf hast, du Anfänger. Ein Mann, der um den Unterhalt seiner 10-köpfigen Familie kämpft. Oha. Seine jüngste Tochter kam gerade... Okay, seine jüngste Tochter kam gerade erst zur Welt. Ein Applaus für den kämpfenden Vater. Ich habe viele Mörder zu stopfen und falls ich gewinne, gibt's heute Abend Steak. Cool, ich habe auch Hunger. Ich will auch Steak. Erste Runde. Fertig, los. Ach, der kam... Er kam jetzt... Also, mein Bruder kam gerade in das Zimmer, um mir diese komischen... ich hasse diese eine Kaugummi-Art, diese Red heißen die. Diese roten, die wirklich nach Zimt oder so. Ich hasse einfach Zimt, der Geruch.
Sieger steht fest. Der Sieg der ersten Runde geht an den einsamen Roboterreiter. Der Dark und ich sind unbesiegbar. Red, du bist der Hammer. Oh, wie stark und heldenhaft. Oh, beeindruckend. Ich habe schon einen Groupie angesagt. Ah. Dieser Red, ich spüre, dass das wie ein ungeschliffener Rohdiamant ist. Ich muss zugeben, er hat auch mein Interesse geweckt. Ich werde mich zu ihm begeben und mich vorstellen. Ach, wartet mal. Prinzessin Teria. Den Typen kennt man aus Final Machines LP. Ach, Red, fantastisch. Du hast die Menge zum Turm gebracht. Weiter so. Reiß das Publikum von ihren Stühlen. Du kannst es schaffen. Kein Problem. Ich mache mich dann mal startklar. Hey, du da. Ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Pass auf, was du sagst. Weißt du denn nicht, wen du da vor dir hast? Sie ist niemand anderes als Prinzessin Teria, die Prinzessin des Königreichs. Praire. Tian, bitte, wir hatten uns doch darauf geeinigt, inkognito zu bleiben. Ah, und was verschafft mir die Ehre, dass mich eine Prinzessin aufsucht? Du bist so stark, Red. Es war so aufregend, dich kämpfen zu sehen. Ah, ich wurde so feucht. Ach so, da war ich doch auch nicht. Aber naja, man tut eben, was man kann. Pat, du bist noch lange nicht so weit. Halt's Maul, du bist ein Schwächling. Hat man bei den Menschen des LP ja gesehen. Meiner Meinung nach hat dein Kampfstil so viele Lücken und Löcher wie eine Käse. Käse? Aber du bist kein hoffnungsloser Fall. Ich werde dich persönlich im Kampf unterrichten. Nein, ein Dank ist nicht nötig. Halt die Fresse. Wie, wovon reden sie überhaupt? Die zweite Runde beginnt in Kürze. Oh, ich muss los. Ich werde dich wieder anfeuern, Red. Kämpfe wie ein Held. Okay, danke. Ich erwarte von dir nicht weniger als das Beste, jetzt wo du ein Lehrling bist. Lehrling? Von ihnen? Das ist das letzte Wort. Das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber egal, ich muss los. Boah, wie ich diesen Typen hasse in diesen Spielen. Möchtest du an der zweiten Runde teilnehmen? Das ist halt die Frage, das müssen wir ja. Aber sicher, ich bin allzeit bereit. Verstanden, ich wünsche dir viel Erfolg. Red, reißt das Publikum von Hocker wie in der ersten Runde. Und was kommt jetzt? Der Sieger der ersten Runde muss sich nun in den nächsten Kampf beweisen. Wer von den beiden wird wohl ins Finale ziehen? Die zweite Runde beginnt in Kürze. Kleine Kampfvorstellung, wieder. Furchtlos fixiert er seinen Gegner mit seinem scharfen und vollen Zuversicht trotzdem Blick. Hier ist er, der einzig wahre Red, der einsame Roboterreiter. Komm schon, lass uns kämpfen. Red! Red, mögest du den Sieg davontragen? Mein Groupie! Und nun kommt ein Seelenloser, der sich von seinem früheren Kamerad abgewendet hat. Hier ist er, ein ehemaliger Kurvas-Soldat. Unter diesem Captain konnte ich einfach nicht mehr arbeiten. Hier startet ihr meine neue rasante Karriere. Jawohl, zeig uns, was du kannst. Moment mal, dieser Roboter. Red! Was? Ich habe jetzt keine Zeit, der Kampf fängt gleich an. Dein Gegner, er hat seine Rüstung erheblich verstärkt. Du kannst ihm nur mit Combo-Angriffen Schaden zufügen. Combo-Angriffen, naja, ich habe paar Luftkombos drauf, aber die sind genau richtig. Du musst sie mit einem Luftkombo angreifen. Ja, seien Sie doch ruhig. Ich brauche Ihre Tipps nicht. Aber wie, vielleicht sollte ich Ihnen meine Luftkombo-Technik aufpolieren, nur für alle Fälle. Nicht nötig. Seine Tipps kann er sich sonst wohin stecken. Luftkombo ist mein zweiter Vorname. Zweite Runde. Fertig, los. Diese Luftkombos, also was ich davor ja einmal gezeigt habe. Okay, komm mal ein bisschen nach vorne. Hallo, komm mal. So ein Dummkopf. Und er starb. So ein leichter Gegner. Der Sieger steht fest. Der Sieger der zweiten Runde geht.